Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Sprudelnde Gewinne mit Dividende versüßt. Ja, die Rede ist von PepsiCo, der gefühlten ewigen Nummer 2 hinter Coca-Cola. Aus meiner Sicht zu Unrecht, gleich aus mehreren Perspektiven. Zum einen ist Coca-Cola ausschließlich im Getränkebereich tätig und PepsiCo macht nur die Hälfte der Umsätze im Getränkebereich, die andere über Snacks. Und wir werden auch sehen, dass PepsiCo deutlich besser performt hat, die Aktie, als Coca-Cola. Mein Name ist Thorsten Tietz. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, beispielsweise mit PepsiCo, die übrigens auch im Starterdepot vorhanden ist. Dann würde ich sagen, geht's gleich mal los. Wir werfen den Aktienfinder an und nähern uns der PepsiCo-Aktie, indem wir uns mal die kompletten Aktien in der Getränkebranche anschauen. Das heißt, hier gucken wir mal nach Getränke und gucken dann, was mir so auffällt. Wir tun auch noch hier ein, würde ich mal sagen, Dividendenertragsranking auswählen, simulieren also einen Investor, der hohen Dividenden nicht abgeneigt ist. Das sind die Getränkeaktien, die wir hier im Angebot sozusagen haben. Und dann siehst du hier am Ranking, dass das schon Rankings sind, die wenigstens teils recht ordentlich sind, das heißt 70 Punkte oder mehr, hat natürlich damit was zu tun, dass im Getränkebereich sehr viel Dividende bezahlt wird. In dem Sinne, dass fast alle Unternehmen Dividende ausschütten. Die Ausnahme ist Monster Beverage, die zahlen keine Dividende. Die Dividenden selbst, die liegen irgendwo zwischen relativ niedrig 0,4% bis knapp 4%, also 3,8%. Vier Aktien, die schon oder Unternehmen, die schon mehr als 4% Dividende ausschütten, dann hier zwischen 2% oder höher als 2%, also schon recht ordentlich. Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben nicht nur US-Aktien da, sondern auch Europa und Asien, Großbritannien, Niederlande, Dänemark, Belgien, das hier ist Niederlande und dann zweimal China, einmal Hongkong, einmal Kernland China. Und der Rest US-Aktien, das ist ja in anderen Branchen teilweise ganz anders, da wo dann US-Aktien dominieren. Ich sag nur Technologieaktien. Gut, wenn wir dann noch mal ein bisschen weiter rüber gehen, dann sehen wir die Kursgewinne kurz- und langfristig. Wenn wir langfristig investieren, 15 Jahre, alles im grünen Bereich, auf 10 Jahre eine Aktie, die verloren hat, Molson Coors Brewing, auf 5 Jahre drei Aktien von insgesamt 16 Aktien, also immer noch, wie ich finde, eine ganz solide Bilanz. Erneut Molson Coors Brewings, Anheuser-Busch schlecht gelaufen, Heineken leicht negativ mit 2,2%, wird dann durch die Dividende überkompensiert, sicherlich, sodass dann immer noch eine positive Gesamtrendite dabei rausgekommen ist. Wenn wir hier mal sortieren und mal gucken, wo sich Pepsi hier einreiht, sehen wir hier Pepsi. Knapp 40% Kursgewinn in 5 Jahren. Coca-Cola wäre hier oben, hat dann lediglich die Hälfte, also halb so gut performt wie die Pepsi-Aktie. Das gleiche Bild auf 10 Jahre raus. Da ist auch Pepsi klar davongezogen. Man muss schon auf 15 Jahre zurückgehen, um dann ungefähr einen Gleichstand zu erreichen bei der Performance der Aktien. Aber in der letzten Zeit Pepsi, Coca-Cola outperformt ganz klar. Dann nähern wir uns mal Coca-Cola hier in der fundamentalen Analyse etwas näher an. Sehen hier Dividendenwachstum und Wachstum der Gewinne und Cashflows. Das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Sehen aber auch, dass der freie Cashflow hier rückläufig ist und ja schon fast hier auf die Dividende aufdotzt. Also, dass es relativ knapp wird hier mit der Ausschüttungsquote. Haben wir nachgeschaut, hat damit zu tun, dass Pepsi in den letzten Jahren einige größere Investitionen getätigt hat. Das ist die Folge davon, dass sich der Trend, dass sich die Geschmäcker, das Konsumverhalten ändert, beziehungsweise geändert hat in den letzten Jahren. Und speziell in der Getränkebranche gab es drei Trends. Der eine Trend weg von zuckerhaltiger Limonade und dann hin erstens zu kohlensäurehaltigem Wasser und zweitens Energy Drinks. Und diese Umstellung muss auch das Pepsi-Management machen, wenn sie Umsatzanteile, Marktanteile nicht verlieren wollen. Und im besten Fall sind sie vorne beim Trend mit dabei und können dann Marktanteile gewinnen und das organische Wachstum ankurbeln.
In diesem Sinne hat PepsiCo eigene Marken gegründet bei kohlensäurehaltigem Wasser, bei Energy Drinks. Hat beides nicht gereicht, sodass beides mal Akquisitionen stattfinden mussten. SodaStream, also Getränk, kohlensäurehaltiges Wasser, wurde 2018 gekauft für 3,2 Milliarden US-Dollar. Und jetzt im Frühjahr 2020 im Bereich Energy Drinks Rockstar Energy übernommen. Die Nummer 3, abgeschlagene Nummer 3, hinter Monster Beverage haben wir gerade gesehen. Und hinter Red Bull verleiht Flügel. Und jetzt versucht man damit dann eben entsprechend durchzustarten in diesen Wachstumsmärkten. Energy Drinks wächst im Jahr um die 7% und damit deutlich schneller als der gesamte Markt im Bereich Wasser, hätte ich jetzt fast gesagt, Getränke. So, was wir hier dann sehen bei den Umsätzen, ja, Siechtum, Stagnation. Wenn man ein bisschen oberflächlich hinschaut, wenn man genau hinschaut, dann sieht man aber, dass die Umsätze wieder anziehen seit dem Jahr 2017. Und zwar haben wir hier 62,8 Milliarden Umsatz, dann 63,5, 64,6, also über eine Milliarde dazu, dann 67,1, 68,5. Das ist dann erstmal wieder positiv. Negativ die Margen, operative Marge. Auch hier erstmal fällt erst gar nicht unbedingt auf. Da sieht es eher stabil aus. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Margen in den letzten Jahren sinken. Von 16,6 auf 16,1, auf 15,9. 15,4 momentan laufendes Geschäft, an Prognose nur noch 15,03. Das heißt, spielt dann eine Rolle, leichter Umsatzmargenrückgang, wenn die Umsätze nur leicht steigen, das kompensiert sich dann. Das heißt, bleibt unterm Strich nicht viel übrig und so kommt es dann hier, dass wir dann zum Beispiel hier auch seitwärts laufende Gewinne haben, also das Grüne hier und beim Cashflow mehr oder weniger ja auch seitwärts laufend und der freie Cashflow eben sinkend, aufgrund Investitionen wegen erfolgter Übernahmen, wie ich eben ja das bereits erwähnt habe. Ja, das Ganze spiegelt sich dann hier auch wieder in einer sinkenden Tilgungskraft. Du siehst es hier. Das heißt, Free Cashflow abzüglich Dividende wird dann relativ eng. Wir haben dann hier noch Schulden, 78 Milliarden. Die Hälfte davon zinstragend, hat der Maximilian Dorn, unser Analyst, festgestellt. Ist dann wieder positiv, wenn nur die Hälfte davon zinstragend ist, ist aber schon berücksichtigt beim Free Cashflow, da sind die Zinsen schon abgezogen, insgesamt eine Schuldenquote von 60%. Das ist jetzt nichts, wo man sich jetzt außerordentlich Sorgen machen müsste. Wir haben dann hier Cash übrigens in Höhe von 9,8 Milliarden US-Dollar, Dividenden werden gezahlt für ein Jahr in Höhe von 5,4 Milliarden, das heißt, da ist fast zweimal Dividende drin im Cashbestand. Ja, dann kauft für ein US-amerikanisches Unternehmen typisch, werden Aktien zugekauft, damit die Pro-Aktie-Kennzahl ein bisschen gepimpt. Das kennen wir ja im Prinzip alles schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich zur Bewertung. Schauen wir uns im Dividendenturbo mal die Dividendenrendite an. Liegt bei 2,9%, knapp 3%. Schon recht ordentlich. Nicht außergewöhnlich hoch für Pepsi, das heißt, siehst du hier, die Dividende ist eher so im langfristigen Mittel, würde ich mal sagen. Also fair bewertet laut Dividende, Dividendenrendite irgendwo. Können wir mal gucken, ob sich das Ganze so auch widerspiegelt in der dynamischen Aktienbewertung. Da zoomen wir mal hier noch ein bisschen raus. Hier auch interessant vielleicht nochmal zum Bestätigen, dass Pepsi langfristig gesehen kein schlechtes Investment war mit einer Rendite auf Sicht, aufs Jahr von 6,8%. Das ist irgendwo im Schnitt des Aktienmarkts. Dafür relativ ruhige Entwicklung, also nicht so aufreibend gewesen, auch wenn sich unter der Haube doch einiges tut. Deshalb ja auch die Akquisition. Interessanter vielleicht schon zu sehen, dass Pepsi unterschiedlich bewertet wurde von Mr. Market. Da gab es Jahre, in denen Pepsi relativ großzügig bewertet wurde mit KGVs von über 20. Man muss ein bisschen kleiner machen, damit es besser ersichtlich ist. Hier KGVs von über 20 im Jahr 2002, 2004, also Anfang des Jahrtausends. Dann haben wir hier Phasen gehabt, wo es runterging, das KGV. Wir müssen es noch kleiner machen vielleicht. Jetzt sieht man alles.
So arbeite ich normalerweise, dann sieht man das besser. Da sieht man hier KGVs. Gucke ich jetzt aufs bereinigte KGV von über 20 und zwar jahrelang bis 2007, dann haben wir hier eine Phase, wo Pepsi niedriger bewertet wurde vom Markt mit niedrigeren Multiples. Hier unter 20, ganze Zeit hier unter 20, bis auf 15 sogar zurückgegangen, unter 15 sogar zurückgegangen und zwar bis 2014, also mehr 7 Jahre oder so. Und dann erst wieder hier ab 2015 KGVs von über 20, momentan so um die 23, 25 das aktuelle KGV. Und wenn wir jetzt Pepsi bewerten wollen, dann gibt es unterschiedliche Ansätze, wie wir das machen. Ich würde den bereinigten Gewinn vorziehen hier, weil der sich sehr stabil entwickelt. Das heißt also den hier. Und der steht zur Verfügung ab dem Jahr 2002. Dann macht man den und dann gucken wir uns hier den fairen Wert bereinigt an. Und dann sieht man hier, ich zoome jetzt mal ein bisschen rein, dann ist das hier weg. So, und dann sieht man hier das, was ich schon meinte. Wir hatten unterschiedlich, also im Prinzip in den letzten 20 Jahren, drei Phasen gehabt der Bewertung der Pepsi-Aktie. Einmal, als Pepsi relativ sportlich bewertet war, das ist die Phase. Da sehen wir, hätten wir jetzt also mit einem KGV bereinigt von 20, was, wie ich finde, ja gar nicht so niedrig ist für ein Unternehmen, das so vielleicht noch im mittleren einstelligen Bereich wächst, falls überhaupt. KGV von 20, bereinigtes KGV sogar, das bilanzierte KGV würde bei 21 liegen. Dann haben wir hier die Phase, wo Pepsi sportlich bewertet war. Dann haben wir hier die Phase, wo Pepsi mal niedrig bewertet war, teilweise also wirklich günstig zu haben war. Und jetzt hier wieder die Phase, wo Pepsi relativ teuer ist. Und da drängt sich mir jedenfalls der Eindruck auf, dass man bereit ist, für ein vermeintlich krisensicheres Unternehmen dann doch nochmal einen Aufschlag zu zahlen in unsicheren Zeiten. Das könnte es sein. Wenn ich noch ein bisschen näher reinzoome hier, dann haben wir hier den aktuellen Kurs 138 US-Dollar, die war schon mal teurer bei knapp 150 US-Dollar. Dann haben wir hier aber ein deutliches Rückschlagspotenzial von um die 20%. Und für eine Aktie, die relativ langsam wächst, ist das schon etwas. Das heißt, wenn man tatsächlich dann hier in so eine Korrektur reinkommen sollte, im Rahmen des Corona-Crashs, hat Pepsi mal nur noch knapp über 100 US-Dollar gekostet, war dann sogar eine kurze Zeit als unterbewertete Aktie zu kaufen. Wenn man jetzt die Aktie hier kauft für knapp um die 140 Dollar, dann geht es tatsächlich nach unten. Dann kann man unter Umständen relativ lange warten, bis man den Einstiegskurs wieder erreicht hat. Ihr seht hier, basierend auf den Prognosen, die ja nicht ungünstig sind, selbst da wäre dann würde Pepsi den fairen Wert nicht erreichen, die Aktie, dann wäre dann bei 132 US-Dollar, wäre immer noch niedriger als die 138 US-Dollar. Also die Aktie momentan recht sportlich bewertet. Bezüglich der Dividende, wenn man die nimmt, wenn man rein auf die Dividende schielen würde, da sieht es übrigens anders aus. Wenn ich den Fernwert Dividende reinnehme, da wäre jetzt die Aktie sehr, also deutlich unterbewertet. Hier wäre der faire Wert bei 160 US-Dollar. Wie kann denn das sein? Hat folgende Bewandtnis. Früher haben Pepsi-Aktionäre deutlich weniger Dividende bekommen. Da lag die Dividende bei unter 2%, hat sich dann aber geändert. Jetzt liegt die Dividende bei knapp 3% bis 3% seit dem Jahr 2008. Wenn ich hier die Pepsi-Aktie bewerte mit einem Durchschnittswert seit 2002, das sind dann natürlich dann noch einige Jahre drin mit einer extrem niedrigen Dividendenrendite, sodass diese 2,5% Dividende, mit denen ich dann hier den fairen Wert bestimme, nicht mehr repräsentativ sind, weil es eben deutlich mehr als 2,5% Dividende gibt seit einem langen Zeitraum. Da wird man dann eher hier diesen Zeitraum wählen für den fairen Wert Dividende. Dann sehen wir hier Punktlandung, haben wir einen fairen Wert Dividende, der dann auch irgendwo beim aktuellen Aktienkurs liegt hier. Sehe ich den sogar hier 137,96 US-Dollar laut Dividende wert, wären quasi 9 Cent Unterschied zum aktuellen Kurs, also Punktlandung. Und dann hätten wir hier den Fernwert bereinigt. Ich glaube, der ist noch etwas niedriger geworden, aber nur
unwesentlich, das KGV bereinigt von 20 auf 19,2 gesunken, hat sich also im Wesentlichen nichts verändert. Ist aber immer gefährlich, wenn man eine Aktie kauft, nur aufgrund der Dividendenrendite, also besser auf die Gewinne und Cashflows zu gucken und dann das hier einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, so für das Zünglein an der Waage, so ungefähr. Das heißt jetzt summa summarum, wenn ihr euch für die Pepsi-Aktie interessiert, dann auf jeden Fall noch diese Aktienanalyse hier lesen. Ist ja kostenlos, da wird noch einiges mehr erzählt als das, was ich jetzt gesagt habe. Es ist ein solides Investment, hat sich in der Vergangenheit ausbezahlt, ein ruhiges Investment, nervenschonend und rentabel dennoch mit 6,8% langfristiger Rendite aufs Jahr. Momentan für mich wäre die Aktie zu teuer. Ich würde warten, bis wir vielleicht mal wieder einen Rückschlag sehen. Ihr seht ja auch in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Rücksetzer, entweder allgemeiner Natur, weil bei Pepsi gerade was nicht so gelaufen ist, oder hier bei einem Crash. Und dann könnt ihr die gegebenenfalls zuschlagen oder Sparplan, das sage ich dann immer in dem Zusammenhang, wenn ihr euch trotzdem langfristig langsam in die Aktie einkaufen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Wir haben im Starterdepot übrigens auch Pepsi hier drin, investieren auch in Pepsi über einen Sparplan. Momentan Rendite minus 3%, ist aber ausschließlich den Kursverlusten aufgrund eines schwächeren Dollars zu verdanken. Ansonsten wären wir mit Pepsi im Plus. Kannst du dir auch gerne angucken, das Starterdepot hier, und dich da entsprechend inspirieren lassen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war interessant, obwohl es oberflächlich eine langweilige Aktie ist. Und bis zum nächsten Mal, vielleicht bei was Spannenderem. Ciao.